So, und da sind wir wieder bei The Forest. Hallo. Sind hier immer noch an der äußeren Sicherheitsdingens dran. Jetzt werde ich hier wieder angeschrieben. Schon wieder. Ich glaube, wenn ich hier aufnehmen würde, würden meine Folgen zu 50% aus Versuche, Vögel zu erstechen, bestehen. In deinem eigenen Let's Play oder was? Ja. Wow. Würdest du dich da nicht erstmal um deine eigene Sicherheit kümmern? Ich brauche die Federn halt. Hier ist eine Feder, die fliegt einfach durch die Luft, habe ich mir genommen. Ich habe halt Man sei einfach froh, viel zu dass ich viele mich Federn. wenigstens bereitgestellt erklärt habe, erst die Axt abzubrennen und dann wieder meine Federn für Pfeile zu verschwenden. Weißt du was? Was? Hier. Moment, ich bin gerade noch dabei, hier Holz reinzutun. Danke. Wie viel waren das? 20. Ja, siehst du mal. Und die habe ich schon die ganze Zeit da drin. Die habe ich nicht gebraucht. Aber ich kriege im Durchschnitt sowieso mehr als du. Ohne mich anzustrengen. Was war das? Ach so, du machst da gerade was dran, das höre ich. Ja, das war ja auch so tief, dass mir das weh tut. Total. So. Axt ist fertig und ich habe noch 5 Federn übrig. Ja, siehst du mal. Mach mir mal Feuerpfeile, davon habe ich noch nicht genug. Also die habe ich noch nicht wirklich gemacht. Dafür muss ich die jetzt Warte, wie viel hattest du finden. übrig? Ha? 5 oder was? 5. Okay, reicht ja dann. So. Gut. Als nächstes mache ich wieder Knochenpfeile. Knochenpfeile lohnen sich eher am meisten, wenn du die eh immer wieder rausziehen willst. Feuer nützt halt größtenteils nur was gegen Kaumellen. Ja. Falls ich mal gegen den kämpfen muss, habe ich jetzt sowas dabei. Aber da kann man genauso gut Molotow-Cocktails oder einfach eine brennende Axt benutzen. Du bist hier der, der mit den sinnvollen Waffen kämpft. Ich kämpfe mit Speer und Bogen. Der mit den sinnvollen Waffen kämpft, hat einfach ein fucking Tennisschläger mit Zähnen im Inventar. Ja, ich kämpfe mit sinnvollen Waffen. Oh. Vor allem, ich habe einfach nur den Tennisschläger so richtig scheiße gemacht mit ganz viel Zähnen dran, weil der mir so scheißegal war, weil der wahrscheinlich nicht mehr Punkte hätte. Was? Da kommen Typen an. Okay. Soll ich kämpfen oder in Ruhe lassen? Kommt drauf Ist an, hier der was die machen. 1, Das 2, sind 3, 4, Kreuzis. 5? Pass mal auf. Warum brennt ihr nicht direkt? Ja, jetzt brennt ihr. Oh, hi. Okay, da ist einer, gegen den ich kämpfen kann. Einen Moment. Ich mach mal kurz meinen Kassettenrekorder an. Willst du wirklich ein anderes Item in der Hand halten, während du kämpfst? Nö, nö, nö. Stecke ich danach wieder weg. Ich brauche nur ein bisschen Ausdauer. Würde was bringen, wenn du blockst. Dann kann man den mal eben schnell rausnehmen. Der Effekt gilt auch, wenn du ihn wieder ins Inventar tust, nachdem du ihn angemacht hast. Manchmal. Manchmal aber auch nicht. So, eine down. Ich mag das nicht, dass du dann halt noch die Musik hörst manchmal.
Wenn einer auf dem Boden liegt, einfach direkt killen. Naja. Sonst stehen die wieder auf. So, der Rest ist weggerannt, ne? Ich glaube ja. Gut, ich habe aus allen die Pfeile rausgezogen. Einfach stapeln. Mache ich auch. Für den Fall, dass noch welche kommen, warten wir erstmal, bevor wir die verbrennen. So, dann esse ich jetzt mal eine Blaubeere. Und vielleicht kriegst du da sogar noch Vögel für. Oh. Hä? Oh, meine Rüstung ist kaputt. Deine Dingensrüstung. Stealth-Rüstung. Ja, die hätte eh nichts gebracht hier. Ja, ich merk's. Wir sind nämlich viel zu laut, als dass die was bringt. Die bringt dir halt wirklich nur was, wenn die Gegner dich sowieso noch nie gesehen haben. Müsste man eigentlich auch mal machen, so als Challenge. Ein ganzes Let's Play, ohne dass die Gegner dich je sehen. Das schaffst du nicht. Bis zu Timmy kommen, ohne dass dich je ein Gegner sieht. Oder halt das Ende generell. Bis zu Timmy kommen kann vielleicht noch möglich sein. Wenn man das so zählt, als hätten die dich nicht gesehen, wenn du die direkt abschießt. Ich habe tatsächlich noch normale Pfeile übrig gehabt. So, jetzt habe ich 10 hast du nicht einfach nur brennende Pfeile wieder geholt? Nee, die habe ich nie verschossen. Jetzt habe ich Feuerpfeile, Giftpfeile und Knochenpfeile. Ich glaube, ich habe nur Feuerpfeile und Knochenpfeile. Und wahrscheinlich sogar noch normale Pfeile, weil ich die Feuerpfeile verschossen habe. So. Aber bei uns kam bisher noch nicht so wirklich ein Mutant an, ne? Nö, so gar nicht. Müssten eigentlich auch mal kommen. Ja, du weißt ja, was wir gesagt haben in der Nacht. Schlafen? Ja, besser ist es, damit wir hier die Bäume wieder haben. Alles klar. Ich bring noch eben 2 Holzstücke rüber. Mach ich auch. So, und jetzt können wir hier unten runter. Kannst es übrigens auch schließen, während du durchgehst. Einfach E drücken dann. Während du geradeaus guckst. Okay. Ich mag das hier mit dem Schädel. Dass der da so runterhängt. Könnten wir hier drin eigentlich auch nochmal machen. Guckst du dir den jetzt an? Nee, ich habe gerade versucht herauszufinden, wie man die Feuerpfeile anzündet. Mit L. Der ging irgendwie gerade nicht. Ah, okay, hab's. So. Gehen die irgendwann aus oder kann ich die theoretisch noch einfach als Lichtquelle benutzen? Die kannst du als Lichtquelle benutzen. Wird sogar von einigen sogar mehr als, andere Lichtquellen benutzt, wenn du zum Beispiel in eine Höhle gehst. Ich würde, also zum Beispiel, bis jetzt habe ich immer Fackeln benutzt, die werde ich jetzt auch vermutlich nicht mehr benutzen. Wo ist der Schlafknopf? Da ist der Schlafknopf. So. Du hast wahrscheinlich Hunger und Durst. Ja, halb voll. Ja, reicht trotzdem, solange da das X steht. Und ansonsten, was sagen eigentlich meine Stats? Beschwere ich mich noch über irgendwas? Warum ist das Tor wieder offen? Currently feeling in pain. Abgesehen davon geht es mir gut. Hast du das Tor geöffnet? Ich habe was Vergammeltes gegessen. Hast du das Tor nicht geöffnet? Nö. Wer hat das dann geöffnet? Das Tor ist offen.
hab das doch geschlossen. Hä? Was ist hier los? Magic. Nee, das spiele ich nicht. Selbst schuld? Nein. Da vorne ist jemand. Das sind die Maskentypen. Machen die Geräusche? Hallo, machst du Geräusche? Ja, die machen Geräusche. Ach, hier sind wieder die Kopfies. Hey, ich habe doch alle Mods rausgetan. Warum sind hier immer noch Gegner, die verbuggt sind? Keine Ahnung. Kannst du gleich mal herkommen und dir den angucken? Mach ich. Vielleicht sind die Kopfies halt wirklich irgendwie ein Bug aus dieser Version. Sind die weggerannt? Ich hab gedacht, ich hätte die alle rausgetan. Oh, hier liegt noch einer. Ein Kopfi? Nee, ein Typi. Ja, den habe ich da hingelegt. Ach so. Habe ich doch gerade getötet. Oh. Twinberries. Kopfis kann ich auch übrigens gar nicht töten. Die sind ja unbesiegbar. Aber den konnte ich töten. So, sind hier jetzt eigentlich noch mehr Bäume? Wirklich großartig. Was ist jetzt nicht gekommen? 40%. Ich gehe davon aus, dass es... Was sagst du? 40% der gefällten Bäume kommen wieder, aber wahrscheinlich in anderen Orten. Dort vorne ist nämlich wieder alles zu und hinten dort, wo du wahrscheinlich gebaut hast, ist wahrscheinlich auch erstmal wieder mehr. Macht ja, glaube ich, auch so mehr Sinn. Naja, hier hatten wir auch ein bisschen was weg. So, dann müssen wir gleich auch nochmal entscheiden, wenn wir das hier fertig haben, ob wir dann hier noch weitermachen. Wolltest du unbedingt einen Baum fällen, obwohl wir hier noch haben? Ja. Es mag sein, dass ich mir nur einbilde, aber ich habe das Gefühl, meine Axt braucht jetzt mehr Schläge, um einen Baum zu fällen als vorher. Wenn du da zufällig Zähne drauf getan hast, dann ja. Nee, Federn komplett. Federn sollten das verschneddern. Sie schlägt schneller zu, aber sie braucht mehr Schläge. Nein, braucht sie nicht. Stärke okay, macht keinen Unterschied beim Baumfällen. Kannst du mir glauben? Okay. Du machst genauso viele Schläge. Da sind Kreuzis. Ja, Moment. Ich suche hier gerade nach Bären. Danach kümmere ich mich um die. Oh, ich kann keine Twinbirds mal mitnehmen. Ich hab den schon oft in die Flucht geschlagen. Okay. Ich hab seine Frau getötet. Ach, der ist anscheinend doch noch da, aber hat gerade dich, glaube ich, gesehen, oder? Ja, jetzt haut er ab. Und zwar komplett. Interessant, dass der überhaupt nochmal umgedreht ist, um zu dir zu kommen. Wo der eigentlich da hinten hingerannt ist. Also in die komplett entgegengesetzte Richtung von dir eigentlich. Okay, noch so ungefähr 27. Also eigentlich genau. Oder? Keine Ahnung. Hab jetzt nicht genau drauf geachtet. Ja, 25. Hey, der hat Verstärkung mitgebracht. Die Verstärkung bringt dabei extremst viel.
Verreck doch. So. Und du schießt dann auch noch auf den. Eins, zwei. Ja. Easy. Boah. Suchst du deinen anderen Pfeil? Ja, suche ich, aber... Den hab ich wahrscheinlich. Ja, kann sein. Noch einer. Wirklich. Hast du mich gerade weggeschoben? Nein. Die da vorne, da sind die. Da sind sogar noch mehr hinten im Hintergrund. Boah, die war ja toll. Bist du wirklich tot? Ja. Ich sollte mich zwischendurch mal heilen. Der Kumpel hat die verkloppt und die ist gestorben. Oh, Applaus. Liegst da tot? Stehst dann wieder auf. Oh, Coneflowers. Ja. Katana wird dir übrigens helfen. Vermutlich. Hä, wie hat er jetzt durch meinen Block durchgeschlagen? Habe ich so komisch seitlich gestanden oder was war los? Ist mein Speer gerade an dem abgeprallt? Hast du mich getroffen? Nee, ich glaube, ich habe irgendwie dein Katana in der Luft getroffen oder so. So. Im Alleingang alles platt gemacht. Weil du hast jetzt nicht so viel gemacht. Ja, das bist du doch von mir gewöhnt. Komm, ich nehme mal Medizin. Ich bringe die Leute nach oben. Für das. Da können wir die nämlich verbrennen. Ich brauche nämlich neue Knochen. Ah, ich kann jetzt Plus machen mit den Cornflowers. Die Leichen sind verschwunden. Okay, dann verbrenne ich halt die hier. Mein Gott, ey, was soll denn das? Oder hast du die alle hier hingebracht? Nö. Ich habe ein paar dahin gebracht, aber jetzt nicht alle. So, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Während die hier brennen, kann ich mich mal eben abwaschen. Mache ich auch. Wo ist hier der nächste Tümpel? Geh doch ins Meer. Meer, davon habe ich mal gehört. Ja, die Tümpel hier in der Nähe, die werden dich nicht sauber kriegen. Die sind zu klein. Die richtig großen, die richtig großen hier in der Nähe, die habe ich sowieso schon mit was anderem versehen, mit der Fischerhütte. Guck mal, Explosion. Alles klar, ich bin voll. Ich finde das immer super, dass man trotzdem in die Duckstellung kommt, wenn du Steuerung halt im Inventar drückst. Oh, jetzt kommt der Nächste. Was soll denn das? Und der stirbt halt direkt. Der müsste Kopfi dabei gehabt haben. Vielleicht. Hier liegt übrigens auch noch einer. Und hier steht einer. Die haben hier gerade gekämpft. Ja, solange der nichts tut, schlage ich dem mal eben einen in den Kopf rein. Ach, da sind noch mehr.
noch eine ganze Truppe, die aus dem Nichts kommt. Ja klar. Wirklich nur Pfeile einsetzen, wenn du auch sicher bist, dass die dich nicht treffen können. Na gut. Ach, der hat mir schon wieder was abgezogen. Was soll denn das? Ich hab mir gerade eine neue Rüstung gemacht. So, einer down. Oh. Ah, daneben, schade. Den habe ich auch fertig gemacht. Treffen nicht wirklich gut, ne? So. Was, ich mach mir einen neuen. Alle weg. Okay. Gut, aber ich sehe hier schon, wir haben 20 Minuten. Ich würde da mal wieder sagen, das wär's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.